Tatsächlich. Und was macht man dann beim Netzwerk? Also, man stellt was in die Weichen und stellt die Signale für die Züge. Oder, wenn man, je nachdem, wenn man Fahrbahn erhöht, dann tut man die Schienen direkt warten und also bauen, umbauen, reparieren. Ansonsten gibt es noch die sogenannten LSTler, die machen also Lichtsignaltechnik, also alles Signalreparaturen, Relaiswartungen etc. Reparaturen, die stellen wir mal, wenn das funktioniert. Also es gibt einige Jobs. Hier, komm.